Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Unsichtbarkeitsglitch im Solo-Modus anwenden könnt. Und zwar müsst ihr hierfür erstmal Strom und Packer-Punch aktivieren. Danach schießt ihr 4 von 5 blauen Kugeln ab für das Kaffin-Easter Egg. Wenn ihr das dann gemacht habt, baut das Ethoskop zusammen. Ihr könnt es auch schon aufheben. Nun müsst ihr bis Runde 10 spielen, Leute. Spielt bis Runde 10, lasst einen Zombie über. Geht zu die Anomalie im Krankenhaus bzw. Krankenstation, tötet den letzten Zombie und benutzt die Anomalie. Warum wir das in der Runde 10 machen ist, weil in der Runde 11 eine Evakuierungsrunde ist und diese Runde brauchen wir. Nun Leute, schießt die letzte Kugel ab und wartet, bis die Zombies anfangen zu tanzen bzw. das Kaffin Easter Egg startet. So, guckt, die haben angefangen zu tanzen. Jetzt könnt ihr in die Krankenstation gehen und das Buch aufheben. Wenn ihr das Buch dann aufgehoben habt, Leute, gibt es allen drei Geistern wieder, so wie davor auch. Und dann wartet ihr, bis das Kaffin-Easter Egg vorbei ist. So, ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, Leute. Und zwar, wie man fast immer eine goldene Waffe aus der Kiste bekommt. Und zwar müsst ihr hierfür erstmal eine Einstellung ändern. Und zwar die bei Controller ganz unten, da steht Interagieren, Nachladen, Verhalten. Das macht ihr auf ganz rechts auf Priorisiere, Interagieren. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Kiste anschauen, dort ändern sich die Farben. Und wenn es dann Gold ist, dann ist das eine goldene Waffe und ihr klickt dann einmal drauf und es droppt eine goldene Waffe. So, ihr seid jetzt unsichtbar, Leute, ihr habt eine goldene Waffe. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.